Gützold stellt die Kultlok 031010 ausgezeichnet als Modell des Jahres 2019 als technisch und optisch überarbeitete Neuauflage aufs H0-Gleis. Das H0-Modell gibt den aktuellen Betriebszustand der Museumslok wieder. Am 7. November 1940 lieferten die Borsig-Lokomotivwerke die 031010 als Dreizylinder-Stromlinienlokomotive aus. Diese Baureihe war für Schnellzüge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h ausgelegt. Nach Stationierungen in Grunewald, Breslau und Leipzig verblieb die Lok nach 1945 bei der Deutschen Reichsbahn. Die Rekonstruktion von ihr und aller bei der Deutschen Reichsbahn verbliebenen Lokomotiven der Baureihe 031010 erfolgte aufgrund von Kesselschäden 1959 im RAW Meiningen. Die 031010 war nach der Rekonstruktion als Versuchslok bei der VESM in Halle stationiert. Zur Freude vieler Eisenbahnfreunde im In- und Ausland ist die Maschine nach ihrem Rückbau auf Kohlefeuerung 1982 mit wenigen Unterbrechungen bis auf heute als betriebsfähige Museumslok erhalten geblieben. Das H0-Modell von Gützold ist eine vorbildgetreue und maßstäbliche Nachbildung der Dampflokomotive 031010 mit dem Einheitstender 2-2-T34 in der Ausführung als Museumslok. Neben dem markanten Oberflächenvorwärmer unterscheidet sich die Lok in zahlreichen Details von den anderen Lokomotiven dieser Baureihe. Viele Teile wie Pumpen, Dampfleitungen, Sandfallrohre, Griffstangen, Behälter sowie die Feuerbüchse sind extra angesetzt. Die vorbildgerechten freistehenden Loklaternen mit den weißen Reflektoren, die seidenmatte Lackierung mit lupenreiner Beschriftung geben der Lokomotive die entsprechende optische Wirkung und runden den exzellenten Gesamteindruck dieser Maschine ab. Das grundlegend überarbeitete Modell ist mit neuer Elektronik und normgerechter PLAX-22-Schnittstelle ausgerüstet. Der golden-weiß-rote Lichtwechsel mit direkt in dem Lampenkörper integrierter Bicolor-LED ist ein technisch faszinierendes Alleinstellungsmerkmal. Ein kräftiger und laufruhiger fünfpoliger Motor inklusive großzügig dimensionierter Schwungmasse verleiht der Lok in jedem Geschwindigkeitsbereich gute Fahreigenschaften. Die enorme Zugkraft verdankt die Lok eines präzisionsgefrästen Messinggetriebe für hohe Achslast und vier Haftreifen. Das gleichmäßige und absolut ruckelfreie Fahr- und Rollverhalten ist durch die Verwendung von Seiten- und höhengefederten Radsätzen an der Lok und Tender gegeben. Die Lok durchfährt sicher Kurvenradien von 415 mm, ohne Zurüstteile sogar 360 mm. Alle Digital- und Soundvarianten verfügen zusätzlich über einen großzügig dimensionierten Pufferspeicher, der eine unterbrechungsfreie Energieversorgung des Decoders selbst auf schwierigen Gleisabschnitten und weichen Straßen garantiert. Vorbildgerechtes Langsamfahrverhalten und Rangierfahrten werden in Verbindung mit dem vorbildgerechten Sound zum Genuss. Alle Soundvarianten sind für bestmöglichen Klang mit einem Doppellautsprecher im Kessel ausgestattet, der auch die kräftigen Dampfschläge dieser Dreizylinderlok besonders dank des Hennig Sound Projektes hervorragend wiedergibt. Thank you.
Die limitierte Sonderserie wurde basierend auf der Soundvariante mit weiteren optischen und technischen Besonderheiten ausgestattet. Die vorbildgerechte Triebwerksbeleuchtung wurde mit 6 goldweißen Mikro-LEDs umgesetzt, welche einzeln von Hand bedrahtet, angesetzt und annähernd unsichtbar verkabelt werden. Durch die schaltbare Führerstandsbeleuchtung muss auch das Lokpersonal nicht im Dunkeln bleiben. Synchron zum Kohleschaufeln des Heizers wird das Feuerbüchsenflackern nachgebildet. Vorbildgetreue Nachbildung von Schaufel und Schürhaken auf dem Tender. Vorbildgerecht bedruckte Messingringe und Typenschilder auf der Luft- und Speisepumpe. Mit der fein detaillierten Kultlok der 03-1010, dem Modell des Jahres 2019, stellt Gützold erneut unter Beweis, technisch anspruchsvolle und feinst detaillierte Modelle als überarbeitete Neuauflage aufs H0-Gleis zu setzen. Das H0-Modell gibt den aktuellen Betriebszustand der Museumslok wieder und verspricht durch die digitalen Features lang anhaltenden Spielspaß. Mit einer vorbildgerechten Zugbildung ist diese Lok der Mittelpunkt und Hingucker auf jeder Modellbahnanlage.